Okay, alter Mann. Kannst, Junge. Natürlich. Solltest einen alten Mann wie mich nicht unterschätzen. Das tue ich nicht. Los, Europe. Mein Europe. Okay, los, Hope. Pikachu. Okay, Hope. Donnerblitz. Pikachu. Ah, Pikachu. Dann auch in seiner Farbe. Ah. Interessant. Ja, es ist ein sehr seltenes Pikachu. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Los! Keifel! Ach fuck, ich bin voll Idiot. Ich merk's gerade. Damn, ich hab's voll vergessen. Ja. Muss Kaius ran. Shit, hab's voll vergessen. Damn it! Wobei, gut, die Aufnahme steht an sich. Wie wär's mit einem Cut? Damit wir alles davor schon mal haben? Weil das war an sich ganz gut. Ja, ich meine einfach, ich bash die dann nochmal durch und dann machen wir es nochmal. Okay, ja, klar. Auch das Gespräch jetzt mit Norbert nochmal? Warum hast du übrigens gezögert, ihn anzusprechen? Weil ich wollte, vielleicht wolltest du nur was sagen davor. Ja, aber das klingt blöd, wenn ich mich in irgendwas rein verstricke und er dann irgendwie so Nonsens redet. Ja, aber es hat gepasst an sich. Mhm, ja, das stimmt. Damit gut. Ja, wenn du willst, also wir können das Gespräch auch lassen mit Norbert. Na gut, das kenne ich, das ist halt schwer zu cutten wegen der Musik. Nee, einfach, dass der Cut da ist, nachdem du, wenn du Norbert ansprichst und dann nach A drücken, dass dann... Wieso ist es wegen der Musik schwer zu cutten? Ja, nee, es ist schwer zu cutten, wenn du das Gespräch nochmal haben wirst. Achso, nee, möchte ich nicht nochmal, das passt schon so. Dann gehe ich jetzt hier kurz nochmal durch. Weiß nicht. Und wie ich ihn gesprochen habe, wäre ja auch okay, oder? Ja. Das war gut. Ich bin. Ja? Weil es war halt übel auffällig, dass du plötzlich Kaius nach vorne gesetzt hast. Ja. So ein bisschen so, ja. Also schon gewusst. Ja, genau, ja. Weil ich hatte halt Schiss, dass jetzt die 800 DP von Rosanna Bessie doch entwickeln könnten. Ah, okay. Deswegen dachte ich, nee. Gut, man kann es immer noch teilen. Ja. So. Also, Kaius muss drin sein, ne? Ja. Jetzt die fick ich noch mit, weil ich damit die Perle gleich sind, fick ich jetzt die nochmal mit Kaius. Mach übrigens nochmal dann Save State vor, Norbert. Okay. Für den Fall der Fälle, dass halt irgendwas nicht klappen sollte mit dem Plan. Ja. So. Und dann wieder Hope. Kaius. Ja. Kaius. Kaius. The Shadow Monarch. So. Okay, kurz den Weg ablaufen. So. Also, Kaius, komm nach vorne. So. Und State. Dann unten Safe State. Ja. Okay. Die Aufnahme läuft noch, also ist das an sich egal. Muss halt nochmal schreiben, bloß cut me pause oder sowas. Ja, werde ich mir schon melden. Bla 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 bla. Ich habe den Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Stopp, so. Was habe ich nochmal gesagt? Warte, ich gehe kurz zurück. Wegen? Ja, weil ich schon gestartet habe. Aha, weil ich will halt wissen, was ich gesagt habe bei weiß Norbert. Ah, eben halt, ich werde meine Macht demonstrieren. Ja, nee, aber danach, wenn es schon schwarz wurde, habe ich irgendwas gesagt. Zeig mir, was du kannst oder so. Und so, ja, werde ich halt machen. Ich glaube, werde meine Macht demonstrieren. Ja, dann habe ich halt vielleicht gesagt, keine Ahnung, was wollen wir sagen? Können wir bestimmen. Hm. Ja, Screen wird schwarz. Ich zeig mir, was du drauf hast. Ich oder du? Ich. Okay. Bereit? Mhm.
Okay, und jetzt. Zeig mir, was du kannst. Okay, Norbert. Ja. Los, Jorob. Jorob. Los, Kaius! Das ist es also. Kaius, Spukball. Ja, gegen diesen Geist werde ich es bestimmt schwer haben. Definitiv. Jorob, Eissturm. Oh. Nochmal Spukball, Kaius. Ja, sie sehen, harter Mann. Man soll es mir nicht unterschätzen. Du musst lernen, Junge. Ein alter Mann darfst du auch niemals unterschätzen. Los, Yugong. Yugong? Oh. Ich werde deinem Geist schon zeigen, wo seine Grenzen sind. Ja, es hat keine Grenzen. Kaius, Spukball. Wie ich sehe, mein Junge, hast du Jens besiegt. Ja. Yugong Aurora Strahl. Kaius, Spukball. Yugong Aurora Strahl erneut. Kaius. Los, Kung-Fu Strahl. Das sollte helfen. Nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. Hypnose. Komm schon, Hugo. Lang genug geschlafen. Los, Basti! Bäb-b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 ä
Okay, Bessie ist mein langjähriger Freund. Tatsächlich. Nun gut, du hast Jens besiegt. Du hast Hartwig besiegt. Also besiege auch mich. Komm schon. Okay, Bessie, bereit? Flammenrad! Ja, Bursty. Ja. Okay. I run up. Na, Bursty. Kein Furienschlag. Ich kämpfe es nicht schlecht. Ja. Wir hatten schon bessere Tage. Wir sind auch alt. Nichts unterschätzen, aber dennoch. Und irgendwie weise. Ja. Yeah. Okay. Bursty. Flammenrad. Es gibt Lebenserfahrung dazu. Bursty. Ja, ich mag diesen Triple Impact, der ist gut. Oh. Freut mich. Nein, Keifel. Furienschlag. Es brennt rum. Hab ich das gut gemacht? Awesome, Bursty. Ja, diese neuen nicht, Kräfte. Du drauf hast. Ja, sie fühlen sich so erstaunlich gut an. Keife, komm zurück, mein alter Freund. Ruh dich auch aus. Bursty. Guck mal. Ah. Oh nein, ich schon wieder. Ja. Genau das wollte ich verhindern. Ja, ich bin von deinem Können beeindruckt. Junge. Mit deinem starken Willen. Wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Und jetzt sieh zu, was passiert. Ja! Trotzdem den Ewigstein nicht aufgenommen. Doch, aber als ich den Safe-Set wieder geladen habe, war er ja noch da. Damn it! Okay, kein Problem. Wieder ein Cut nach dem Part, oder? Nach dem Dings, oder wie? Ja, ja. Mann, ey! Voll der Cockblock! Weißt du, ich wollte hier schon übelst die Epicness, die epische Screaming-Action vorbereiten. Von wegen, ja! Und dann, ja, so, weißt du, so Derek Simmons-Style, wenn er sich transformiert zum T-Rex. Oh. Und dann einfach so, ja, nothing happened. Aber von neu, ich dachte auch, oh damn it. War der Kampf so okay? Mhm. Ich hatte die übelst angekotzt, dass. Wegen Kaius, ja. Ja, dass Kaius nicht draufgegangen ist. Bin ich voll genervt. Ja, mich eigentlich auch. Vor allem, du hättest gar nicht Konfusstrahl einsetzen, du hättest gleich switchen müssen. Ja, aber dann wäre Kaius ja nicht draufgegangen. Ja, egal. Ja, die EP hätte trotzdem gereicht. Nee, ja, bei Bursty, dann hätte Bursty nur die halbe EP bekommen. Ja, okay, gut, er hätte halt den Level up zum 30er sofort geschafft. Eben, weil so war der Plan, weil ich hatte gehofft, ich mache Konfusstrahl und Yugong wird nicht verwirrt, sondern killt mich. Und dann kommt Bursty. Aha. Als er mich doch noch, als ich selbst verletzt habe, ich kurz überlegt, ich mach Fluch, aber das wäre voll idiotisch, das zu machen. Ja, das stimmt schon. Deswegen dachte ich, scheiße, ich tausche einfach aus. Weil schon das war ziemlich komisch, wieso tausche ich aus? Ja, vor allem ist es doch total tatsächlich, erst Konfusstrahl, jeder Spukball hätte es getan, ja. Konfusstrahl, dann noch Hypnose, das war so. Deswegen, meine, wenn du willst, wir können sogar den Kampf neu machen. Hm? Ja, können wir machen. Willst? Ja, klar. War cool. Warte, was? Ah ja, ich wollte eine Gang spielen. An sich könntest du Kaius switchen. Ja, ich könnte... Nach Europe. Ich könnte ihn an sich einfach zu Dings switchen, zu Robotnik oder so. Ja. Und dann irgendwie Hope reinschicken oder so für Yugo. Wobei an sich... gut, wie ist es denn mit der Levelverteilung? Das sehe ich nämlich gerade... weiß ich gerade gar nicht. Ja, Star, das ist, hinkt halt ein bisschen... Gut, klar, aber... Aber an sich nur ein bisschen. Kais ist 31, Hope 32, Stardust 27, Bursty 29. Naja, komm, Bursty erreicht jetzt 30, Stardust wird hilft beim Rocket aufräumen. Ja, ja. Und dann sind die alle ziemlich gut matched up. Genau. Ja. Ja. Awesome.
Gut, Chaos erreicht jetzt auch 32, Bersi ja. erreicht 30, entwickelt genau. sich dann. Das heißt, Chaos fickt Europe, dann kommt Yugong. Ich hoffe halt, dass Europe Chaos fickt. Wenn nicht und Chaos geschwächt ist, dann wechsle ich einfach zu Robotnik. Aber dann verreckt doch Chaos nicht. Ja, schon, aber... Meine Gut, was du halt machen könntest, ist, du setzt gegen Yugong Fluch ein. Ja, das wäre sich das Einzige. Ja gut, so genau, ich mache einfach Fluch. Ist so komisch, weil ein Spukball wird so tun. Ja klar. Außer, ich setze sofort Fluch ein gegen Yugong und dann fickt mich Yugong später bestimmt. Dass du sofort Fluch einsetzt? Ich mach sofort Fluch, er ja, macht... Ja eben, das wollte ich. Aha, ich mach Fluch, er macht Aurora-Strahl. Dann ja. mache ich beim nächsten Mal Spukball, dann sollte er sich noch da sein und der zweite Aurora-Strahl fickt mich sowieso. Dann kommt Bester und du machst diesen... Nochmal dieses Gespräch mit Bersti, das ziemlich cool war. Und nachdem Bersti. Halt, es ist halt schwer, da gleichzeitig Bersti und Dings zu spielen. Ja, gut. Weil, was ich halt bräuchte, ich bräuchte so ein konstantes. während Norbert sowas sagt, na los, weiter. Das kann ich nur einstellen, wenn du es mir separat noch machst. Ja, egal, kacken wir jetzt. Weil wenn du es jetzt machst, dann ist dann später ein Abfuck mit der Musik. Ja, ich eben. Also wenn, dann musst du es, oder ich mach's für best. Nee, passt schon so. Okay. Das muss ja hier kein Hollywood-Projekt sein. Wobei es das wert wäre. Egal, okay. Die Aufnahme läuft noch, wir sollten hurry upen. Ja, okay, also. Also, nochmal, setz halt Dings ein, wie gesagt, Fluch bei Yugong. Ja, okay, blablabla, jetzt zeigen, was ich meine. Ich war schon. Also, dann kommt halt dieses. Zeig mal, was da drauf ist oder was. Ja. Okay, Knorbert, ich werde meine Macht demonstrieren. Bereit? Moment. So, okay, jetzt. Okay. Go. Zeig mir, was du drauf hast, Junge. Okay, machen Sie sich bereit, alter Mann. Nur weil ich alt bin, solltest du mich noch lange nicht unterschätzen. Das tue ich nicht. Los, Europe. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Was willst du einsetzen? Los, Chaos. Chaos? Ich habe von ihm gehört. Echt? Jens. Na los, zeig mir deinen Spukball. Okay, Chaos. Spukball. Jorobaistor. Weißt du, Junge, dass es gefährlich ist, ein Pokémon so zu benennen? Wieso denn? Vor allem Geist. Hat der Jens gar nichts erzählt? Doch, hat er. Na also. Aber okay. Freut mich. Das mit dem Spukball auch. Na los, zeig ihn mir nochmal. Chaos, was gehört? Spukball! Sehr gut, Chaos. Bemerkenswert. Äußerst bemerkenswert. Hello, Yugong. Ein Yugong. Yugong. Okay, Chaos. Muriesi. Yugong Aurora-Strahl. Chaos. Wie wäre das mit Hope? Vielleicht. Los, Hope! Pikachu! Das ist aber ein einzigartiges Pokémon. Ja, das ist sehr seltenes Pikachu. Ja, sowas sieht man nicht alle Tage. Okay. Ich frage mich, ob es was auf dem Kasten hat. Und das will ich jetzt erfahren. Hope, Donnerblitz! Pikachu! Ja, well, fuck! Okay, warte, wir machen so. So, ich mach Essen, Spukball und dann Fluch. Dann Fluch, okay. Ja, aber dann wäre doch der Fluch wieder nutzlos, weil du dann weniger als die Hälfte KP hast. Okay, ich spam einfach mit Spukball und dann.
Kaius muss einfach mehr Damage bekommen gegen Dings. Irgendwie. Ja, ich versuch sonst mehr Damage bekommen. Mhm. Gegen Europe. Das heißt, gut, eine Möglichkeit wäre, gegen Europe schon Fluch einzusetzen. Hm. Wobei das halt tagelich wird. Ich mach so, ich werde eine Runde wasten, indem ich irgendein Item benutze. Genau, ja. Warte, ich schau kurz mein Team nach. Vielleicht kann ich irgendwas benutzen. Irgendwie ein Trank oder so bei Hope oder. Ja, an sich halt nur bei Hope wäre es halt sinnvoll. Du sagst so, oh fuck, mein Team ist gar nicht geheilt. Mhm. Ja, versuch ein bisschen. Okay, nochmal. Sollt Norbert die dritte. Action. Jetzt. Bereit, ja. Damit. Okay, bereit? Mhm. Okay. Go. Zeig mir, was du kannst, Junge. Okay, machen Sie sich bereit, Automat. Nur weil ich alt bin, heißt es nicht, dass man mich unterschätzen sollte. Los, Europe. Okay. Los, Kaius. Kaius, das ist das Pokémon, also. Ich habe schon einiges von ihm gehört. Von wem denn? Jens. Jens? Natürlich. Er ist auch ein Arena-Leiter. Right. Also, zeig mir deinen Spukball. Okay. Kaius. Spukball. Europe, Ice Storm. Oh. Okay. Kaius, nochmal Spukball. Oh Gott, damn it. Hm? Warte, ich hab den Safe geladen, das hat Basti trägt den Stein noch. Toll, so am Ende des Projekts Outtakes. What will happen? Egal, wir müssen geduldig sein, wie Norbert. Der Typ meditiert unter eiskalten Wasserfällen, ja. Täglich. Das heißt, ja, täglich. Das heißt, vor so einer Scheiße dürfen wir uns gar nicht erst aus der Fassung bringen lassen. Nee, man scheißt, ja. Ich wette, bei einem Test, wer länger die Hand über eine Herdplatte halten würde, ja, als Sincero würde abkacken und Norbert würde eine Minute durchhalten. Wie eine Interrogation-Szene in Conviction Core würde Norbert gar nicht stören. Ich würde ihn gar nicht stören. Ich hab Zeit, Jungs. Der wird sich höchstens aufregen, dass er sich ein paar Knochen gebrochen hat. Genau. Okay, gut, Ewigstein ist weg. Okay, mach noch ein State jetzt. Okay. Ich hab voll die Panik, dass der Part deswegen asynchron wird, wie bei asynchron wird. Ja, safe game, so. Okay. Okay, also jetzt. Mhm. Bereit? Du musst ihn eh erst ansprechen. Ja, ja. Aber ja, weiß. Okay, also. Sag halt go, sobald es losgeht, ja. Mhm. Okay, bereit? Ich will kurz erwähnen, ist ganz, der Anfang ist eigentlich voll cool. So mit dem Alter und aha, ja, ja, voll. Deswegen wiederholen wir es auch immer. Ja, okay, also, ich bin bereit. Okay, los, jetzt. Zeig mir, was du kannst, Junge. Machen Sie sich bereit, alter Mann. Nur weil ich alt bin, heißt das nicht, dass du mich unterschätzen solltest. Das tue ich nicht. Los, Europe. In Europe. Europe, Europe. Okay. Los, Kaius! So, das ist also dein Kaius. Ich habe schon von ihm gehört. Echt? Ja.
Wem? Jens. Jens? Ah. Er ist ein Arenaleiter, genau wie ich. Natürlich hören wir voneinander. Dann wissen Sie, was mein Kaius kann. Zeig mir seinen Spukball. Kaius. Los, Spukball. Jorob Eissturm. Ein bemerkenswerter Geist. Danke. Zeig mir deinen Spukball nochmal. Was ist gehört, Kaius? Los, Spukball. Sehr gut. Ja, nächstes wird so leicht werden. Los, Yugong. Oh. Yugong. Okay, Kaius. Spukball. Aurora-Strahl, Yugong. Kaius. Junge, es ist gefährlich, ein Pokémon Kaius zu nennen. Ich weiß, Jens hat's mir erzählt. Na, dann ist gut. Immerhin hat der Jens noch was im Köpfchen. Aber ich passe auf. Kaius, nochmal Spukball. Kaius. Was jetzt? Deinem Kaius geht es nicht gut. Ich werde nicht jedes Jahr riskieren, ihn zu verlieren. Los! Robotnik! Just damn you. Na, Yugong Aurora Strahl. Es tut mir leid, Robotnik. Kids gay! Go! Okay. Was hast du vor? Oh. Los, Bursty! Burst. Was? Das ist doch ein Feuerriegel. Ja, wieso? Warum hat sich das noch nicht entwickelt? Ich spüre so viel Potenzial in ihm. So viel Kraft und Energie. Warum kann es sie nicht freisetzen? Weil ich nicht sicher bin, ob das wirklich klug ist. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht bereit. Trägt es den Ewigstein? Ja. Das ist gar nicht gut. Das Pokémon fühlt sich unterdrückt. Es kann seine Kraft nicht freien Lauf lassen, verstehst du? Es muss die Kraft in sich spüren. Es muss sie auslassen können. Entfachen können. Würdest du denn gerne dein ganzes Leben lang in einem 1 Quadratmeter Raum sein? Du willst auch raus. Natürlich. Du musst Energie verströmen. Hör mir zu, Feuerriegel. Spüre die Energie. Spüre die Kraft, die durch dich fließt. Und lass sie raus. Der Typ ist komisch, er macht mir Angst. Keine Angst, Beste, er tut dir nichts. Okay. Na los! Spür die Energie. Lass sie deinen Körper durchströmen. Und setze sie frei. Beste. Ist das? Thanks, mate. Hä? Oh, ist das der Ewigstein? Was davon üblich ist? Oh, ja, sieht nicht so gut aus. Ah. Aber. Ich fühle es. Ich fühle mich so frei. Beste. Guck dir meine Flammen an. Bist du sicher? Ich strotze vor Energie. Ich bin mir sicher. Los, es fühlt sich gut an. Okay. Komm, Junge. Lass uns den Kampf fortsetzen. Okay, Norbert. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los, Flammenrad! Zeit für Photon Mode, Bursty! Das tut gut. Yugong, Eissturm. Dammit. Ich bin enttäuscht von meiner neuen Kraft. Los, Bursty! Keine Sorge, mein kleines Feuerriegel.
Es kommt noch. Los, Bestie, Flammenrad! Bestie, 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 you... Dammit! Dammit! Fuck my ass! Mann, ich war gerade so gut drin. Ja! Toll, ey, Norbert ist so ein verfickter Stratege. Er ist mit Eissturm deine Initiative gelaufen. Ja, und dann mit Erholung wieder zu nicht. Oh Mann! Alter! Okay, gut, müssen okay. Was anderes wegen Kai, weil Kaius fickt Yugong. Keine Ahnung, warum es beim ersten Mal einfach draufgegangen ist. Gut, ich mach's jetzt ganz einfach. Sobald ich Yugong reinschickt, heil ich Hope. Und dann hat er eine Runde mehr. Weil das Ding war, beim letzten Mal hat die Konfusion es schön gemacht, die Verwirrung hat schön gemacht, dass ein Flammenrad Yugong fickt. Mhm. Jetzt weiß ich immerhin, wie viel ein Flammenrad abzieht, und das ist scheiß wenig. Ja. Gut, ich habe halt eine gute Begründung gefunden. Also von wegen, ja, erstmal Power unleashed und ja, von wegen. Ja. Eben, ja, gut, aber dammit! Okay, here we go again. Okay. Wobei, gut, wir hätten an sich nicht abbrechen müssen. Ja, schon, aber... Egal, also... Okay, los geht's. Eben, können wir den Text langsam auswählen. Ja. Okay, aha. Okay, bereit? Mhm. Go. Zeig mir, was du kannst, Junge. Mach sie sich bereit, alter Mann. Nur weil ich alt bin, heißt das nicht, dass du mich unterschätzen solltest. Das tue ich nicht. Los, Europe. Europe. Okay, los, Kaius. Das ist also das Kaius. Das Apollo, von dem ich so viel gehört habe. Von wem aber haben Sie das gehört? Jens? Hm. Ich stehe. Ich weiß, was es kann. Also zeig mir deinen Spukball. Wie Sie wollen, alter Mann. Kaius! Spukball! Europe, Eissturm. Okay, Kaius, gleich nochmal Spukball. Dein Kaius ist bemerkenswert. Und auch Spukball beherrscht es wirklich ausgezeichnet. Ich glaube nicht, dass du es leicht haben wirst. Los, Yugong. 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 Sag mir, Junge. Ist es nicht ein wenig gefährlich, Kaius damit einzubeziehen? Ist es den so? Schattenmarchen? Ha? Hat er Jens nichts von ihm erzählt? Doch, hat er. Aber ich kenne die Konsequenzen. Und die Risiken. Gut. Ich hoffe, du kannst die Verantwortung für das übernehmen. Das hoffe ich auch. Also, lass uns weitermachen. Okay. Scheiße, Jugo. Oder Hope, die besser war, aber es ist verletzt. Ja. Hope, hier. Pika? Pika! Nur zur Sicherheit, Alter. Pika Pi! Jugo, Aurora-Strahl. Okay, Kaius, Spukball. Yugong, Aurora Strahl. Noch einmal. Wir holen uns noch den Sieg. Kaius, Spukball. Yugong, Aurora Strahl. Tja, mein Junge. Was machst du jetzt? Ich bin gespannt. Los, Hope! Zeig mir, was dein Team für Überraschungen bereithält. Was? Das ist aber ein interessantes Pikachu. Ein sehr seltenes Pikachu. Ein sehr starkes. Dann zeig mir, was es drauf hat.
Los, Hope, deine neue Attacke, Eisenschweif! Chupika! Ey, fuck my body. Das hat mich schon so aufgeregt, als du so lange gezögert hast. Weil irgendwie machen wir nicht mal genug Damage, damit Bursty den Rest alle out. Fuck, ey. Okay, weißt du was? Warte kurz mal. New plan. Warte. Du willst jetzt noch mal kurz testen, ja? Da! Oh Mann, ey, wäre doch ganz easy gewesen. Wie ist das jetzt passiert? Ja, ganz einfach, es überlebt den vierten Spukball. Echt? Ja! Warte, mach's nochmal! Warte. Also. Aber einmal hat's das doch nicht überlebt, Spukball irgendwie. Spukball 1 gegen Juro. Spukball 2 gegen Juro. Spukball gegen Juro. Spukball gegen Juro. Shit! Das ist halt Minimum und Maximum Damage. Jetzt hab... Wir könnten halt furchtbar cheaten und uns die EP von Bursty kurz außerhalb holen. Wow. Ja, das wird ja auffallen. Ja, gut, stimmt. Warte, ich versuch nochmal. Weil beim ersten Mal hat's so geil geklappt und dann entwickelt es sich einfach nicht ein Stück Scheiße. Oh, toll, jetzt hat Ding einen Volltreffer gelandet. Warte, Spukball, Spukball, Spukball. Damn, jetzt schon wieder wurde es besiegt. Okay, warte mal. Wie sieht's aus mit. Das tut mir scheiß Erholung. Das nervt so. Übel. So, Haupt Eisenschweif. Damit Erholung. Ja, ich war so froh, dass es überlebt hat. Weil ich war überzeugt, er würde mich halt mit Dingern ficken, mit Aurora Stein. Zack. Zack. Oh, was haben wir mich geraped? Mit dem Volltreffer. Ja. Okay, gut. Mal angenommen, jetzt ist es so. Bursty fickt es nicht. Wissen wir nicht. Schick mal Bursty rein und mach Flammenrad. Nee, weil Mann. Warte, ich mach mal Rückzug hin. Toll. Macht ja noch weniger Damage. Ja, ungefähr gleich. Eissturm. Toll. Win. Flamm. Ja. Dämpft. Ah ja, gut. Deswegen hätte es Ruckzucki machen sollen. Toll, es wäre so geil, wenn Kaios... Toll, würde Kaios nicht ein Level Up machen? Wieso? Was ist daran ja, dann wird's nicht stärker. Wobei, warte mal. Weil angenommen, ich fange mit Hope an. Mhm. Weil an sich wäre dann der Dialog. Dann bekommt Keifel. Ah ja, dammit. Das ist der einzige Grund, warum wir mit Kaios anfangen. Eine andere Möglichkeit ist, du schickst Kaios rein und tauscht dann zu Hope. Du meinst bei Juro? Ja. Ne, bei Jurob schon. Ja, aber wenn Pikachu dann. Dann kommt Scheiße. Also der Level-Up kommt noch bei Jurob, ja? Ja, ja. Dann ist der Level-Up nicht zu verhindern. Spukball? Gut, eine andere Möglichkeit wäre, du schickst Hope rein, schickst dann Kaios rein und vielleicht wird auch aufgrund der EP-Aufteil... Na gut, weil so natürlich ein rechtes Level-Up. Naja, so schon. Spukball? Okay, mal gucken. So. Da, Level-Up. So, jetzt Spukball. Spukball. Und Spuk. Toll, wie halt Ding noch... Ja. Jugon geht drauf, wenn der Spukball die Spezialverteidigung senkt. Nein, kann nicht sein. Weil Spukball geht auf die Verteidigung, nicht auf die Spezialverteidigung. Das ist ein Fehler von damals. Jetzt. Guck mal, Warte, mach es. Test es mit Fluch. Ja, warte ich gerade. So, Jugon. Dann. Ja gut, es werden sich. Weil setz mal Fluch ein. Fluch. Dann jetzt? So. Fickt er dich jetzt mit Aurora Strahl? Letztes Mal hat er dich mit Aurora Strahl gefickt. Er fickt mich mit Aurora Strahl. Aha, wow, okay, das ist dumm. Deswegen, ja. Ja, okay, dann würde ich sagen Spukball. Konfusion. Aurora. Konfusion.
Aha, okay, dann versuchen wir es nochmal mit kurzem Strahl. Spukball, Spukball. So, dann könnte ich ein. Warte, ich könnte jetzt einen Spukball machen. Paul Folter, fick dich, Kaius! Ja, gut, du könntest halt versuchen mit Hypnose und halt hoffen, dass es daneben geht. Ja, ja, das. Warte, Spukball. Spukball, so. Wobei, nee, es bringt ja auch nichts, wenn Hypnose daneben geht. Es muss ja perfekt geschwächt sein. Dann Spukball. So. Dann Spukball. So. Jetzt wird's überleben. Spukball. You sure, bro? Fuck! Kaius ist zu stark. Kaius ist zu stark, ja. Okay, damit jetzt hätten wir Nachtnebel gebrauchen können, lol. Ja. Okay, warte mal. Hm? Einfach mal just for the lose. Ich schick jetzt mal Stardust rein. Ja, ne. Weil er kann dann sich kaum was ausrichten mit Sternstaub. 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 Ja. Weil ich will wissen, was nach ihm kommt. Aber er kann sich halt geilerweise selbst heilen. Und immer gewinnt. So. Jugum. Das ist so geschwächt, ich wechsle zu. Nee, warte, nee. Du kannst Dings einsetzen. Ich mach Genesung. Na gut, er fickt mich sowieso. So, jetzt ist an sich ja Ding schwächer. Kaius. Mhm. So. Jetzt Spukball. Damn it! Ja, wo. Volltreffer heißt doppelt so viel Damage. Mach noch einen Spukball. Weil so sieht es nach zwei Spukballen theoretisch aus. Wenn jetzt der zweite Spukball, der dritte auch noch killt, dann ist halt doof. Ja, der dritte killt. Okay, dann versuchen wir es jetzt nochmal ohne den Volltreffer. Holy mother shit hacks, fuck ey. Ah fuck. Was? Ich hab mich ausgetauscht. Oh Norbert ey. Alter Sack. Nur weil wir die Entwicklung von Bash so geil inszenieren wollen. Ja. So. Okay. Das war Sternschauer. Genau, Sternschauer. What the fuck? Der Hund. Egal. Du hast Genesung. Sternschauer. Damn it! Sternschauer. Du hast Genesung, vergiss das nicht. Genesung. Und da! Ah! Sternschauer. So. Okay. So. Jetzt Sternschauer. Nochmal Sternschauer. So. Du lässt es drauf gehen. So, Kaius? Toll, jetzt kannst du ja das mit den Spukbällen gar nicht abschätzen. Spukball? Okay, Spukball? Ja, an sich nicht. Toll. Hoppla, fuck. Sweet fuck. Okay, warte, Stardust geht auch nicht. Versuch es mal mit Hope. Toll, willst du es mit Modri versuchen? Das, also, mal Hope. Also, Hope fickt ja das erste Euro. Ja, aber dann kommt Keifel. Ah, damn it! Da kommt dann Kaifel, fick dich doch. Weil es ein ne Dings hat. Vorteil. Also warte, ich mach's jetzt so. So wie es am Anfang war. Also. Spukball. So. Und jetzt hier. Jetzt mach mal Fluch. So, Konfusstrahl. Ah Quatsch, dann fick er dich. Da. Spukball. Spukball. Davon für ihn selbst verletzt. Da. Jetzt hat die Frage. Das ist immer noch, also es müsste sich noch einmal kurz verletzen. Sicher. Weil das Problem ist, jetzt wird ein Ding kommen. Gut, aber jetzt, warum solltest du jetzt austauschen oder nicht direkt eingreifen? Das wäre doof. Eben. Also ich wäre dafür, du setzt einmal Spukball ein und dann Fluch. Ja schon, aber also, dann brauche ich dass ja... dass wir das als Test jetzt versuchen. Dann brauche ich ein paar Runden, damit Fluch ja wirkt. Also warte. Spukball. So. Spukball. Fluch.
Okay, ich gehe mich selbst. Mhm. Und Junge, passiert nichts, da ich jetzt switchen muss. Ja. Jetzt holst du, Robotnik oder was? Nö, jetzt schon? Ja, Rauchwolke. Aber du willst dann hart Kampf machen aus den beiden. Ja. Obwohl es schläft, er kriegt jede Runde eine Viertel KP abgezogen. Jetzt mach ich Rauchwolke. Ja, weil du gegen das Ding keine Chance hast. Du musst dafür sorgen, dass der Fluch drauf geht. Ja, toll, ist das denn nicht der Widerspruch wegen Herstes neue Kraft? Mach es rein. Es geht darum, auch weise zu spielen. So, Rauchwolke, Fluchschale Juwel, Rauchwolke, Erholung. Jetzt kannst du auch angreifen, wenn du willst. Der Flammenwurf. Ein Flammenrad. Rad. Ein Flammenrad. So, jetzt an sich wäre es jetzt wert. Ja, siehst du, das ist ein effektiver Weg, Yugong down zu kriegen. Jetzt ist die Frage, kriegst du Kaifen noch down? jetzt ist 30, so Flammenrad. Flammenrad, Lowball. Ja, also, passt doch. Okay, gut, dann müssen wir halt mit, dann muss das, weil wie ist dann das Gespräch mit Bersti? Gut, dann verändere ich das ein bisschen. Es muss zwar seine Dings entfachen, du schickst Bersti rein und zuerst kommt der strategische Aspekt. Mhm. Zuerst kommt Bersti rein und ich mache ganz gewöhnlich so quasi mein Ding mit Rauchwolk und irgendwie so und dann meinst du, wieso machst du das nicht fertig, es ist ein Feuer, bla 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 und so, wo ist die Kraft, etc. Genau, ja. Und dann halt, Jugend pennt und es langsam klar ist, dass es draufgehen wird, dann von wegen Bärst einfach die Kraft. Genau, weil ja. An sich, wenn Jugend Erholung macht, das pennt ja zwei Runden. Mhm. Sind dann zweimal ein Fluch plus zweimal Feuer, Flammenrad. Und dann quasi der letzte Attacke wird's killen. Ja. Also so wird das hoffentlich werden dann. Warte, ich teste es nochmal zur Sicherheit. Ja. Damit ich das auch wirklich nicht mehr im Zufall belasse. Also Spukball. Dann Spukball und Fluch. Jetzt hat Chaos hier irgendwo nein, Chaos geht hier drauf. So. Dann kommt Bersti. Was auch unlogisch ist, wieso komme ich hoch? So, dann von wegen ja strategisch Rauchwolke. Eissturm. Fluch Schaden, toll, okay. Dann. Ja gut, jetzt ist die Frage, gehen wir davon aus, dass. Ne, warte, jetzt machen wir einfach nochmal Rauchwolke. Er macht Kopflos. So. Beste Schock zurück. An sich. Hochzukeep. Da, jetzt macht er Erholung. So. Warum hast du den Fluchzugib gemacht? Ja, ne, ist schon gut so. Ah, okay, ja. Jetzt schadet der Fluch 1, dann Flammenrad, dann nochmal Fluch, nochmal Flammenrad. Fluch schadet dreimal. Warte, wenn ich jetzt Flammenrad. Stimmt. Fluch schadet dreimal, mit der Runde Erholung selbst eingeschlossen. Ja, vor allem killt Fluch Jugung. Da jetzt. Jugung wird von Fluch gekillt. Ja, ist doch nicht so schlimm. Mit der Hilfe von Kaios. Ja gut. Die können nicht alles haben. Hauptsache Bersti und Kai verstehen sich in einem One-on-One. Hauptsache fucking Jugend geht da von Bersti, steht dann da bereit. Dazu wird mal drauf gehen. Genau. Ich meine. Aber immerhin ist das idiotensicher, weißt du? Ja. Gut, dann machen wir es so. Vor allem. Ich hab nicht beachtet, dass an sich drei Runden zählt. Die Runde in der Erholung einsetzt und zwei Schlafrunden. Ja. Das sind 75%. Der Rest erledigt Dings, Flammenwerfer. Okay. Flammra. Also machen wir es so. So machen wir das, ja. Lass mich nur kurz was überlegen. Warum schickst du Bersti rein? Damn it. Willst du nicht durch Typvorteil gewinnen? Hm.
vielleicht weil Bärste kämpfen will. Okay, das ist gut. Das ist gut, weil so kriegt Norbert die Aufmerksamkeit zu Bärste. So, Bärste sagt so, ich will. Lass mich, ich will aus, es ist ein Eis-Pokémon, ich will. Ich will das Eisen-Pokémon, also Bärste, es ist noch Wasser, kack drauf. Ja, eben, ja. Dann erwähnt Norbert so, ha, okay. Du willst sag wohl nach der ersten Rauchwolke so, du willst doch also strategisch vorgehen. Du willst mit einem viel, viel schwächeren Pokémon, stärkeres Pokémon mit Taktik besiegen. Das ist löblich. Aber wieso gehst du nicht einen Schritt weiter? Und dann kommt er so, hä, wie meinst du? So, ja, warum lässt du es nicht entwickeln? Genau. Aber warum entwickelt es sich nicht? The next level. Even further beyond. Genau, ja. Können wir so machen, ja. Also sobald Apollo down geht, gehe ich schon quasi so zu Hope und dann mein halt Bärste, nee, lass mich. Du sagst, weil die Übertragung wird hinterherhängen, du sagst so, oh, dann wähle ich am besten Hope. Ja, in dem Moment. Ich will. Ich werde schon klar andeuten. So quasi so Hope, bist du bereit? Ja, dann kommt der Bärste. Bäh. Toll, dann haben wir zwei Pokémon, die sich in der Arena entwickelt haben. Epic. Ah, wie wir zwei von unseren Pokémon in der Arena gewidmet haben. Mhm. Okay, kurz noch ein Schlückchen Wasser vom Wasserfall. Boah, ist das kalt. Okay, let's go. gesehen und erlitten. Ups, ich habe erfahren gelesen vorhin, weil ich nur das R gelesen habe. Ja, aber ich habe es halt nicht kommentiert. Voll der Diss. Bereit? Ja, ich bin bereit.